Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im LS19 hier auf dem nordfriesischen Marsch. Heute bereits schon am Mittwoch. Einen wunderschönen wünsche ich euch, liebe Leute. So, wir müssen hier weitermachen. Ne? Wir müssen, die Wiese hier muss runter. Die anderen Kollegen sind alle unterwegs. Wir können mal gerne mal auf die Karte gucken, was hier so passiert, was hier so rumkreucht und fleucht. Wir haben hier einmal einen an Zettern. Wir haben hier einmal einen am Stroh sammeln. Hier haben wir einen Drescher mit Abfahrer. Und dann oben haben wir noch einen LKW in Mission und einen Rübenroder. Also es ist einiges los hier auf dieser Karte. Und es wird auch nie langweilig. Ne? Also ich habe jetzt einige Ziele vor mir. Produktionen müssten gekauft werden. Das wird ein steiniger Weg, kann ich euch sagen. Weil die Produktionen sind sehr, sehr teuer hier. Also die kosten so zwischen 100 und 500.000. Und da sind einige Sachen dabei. Das sind Dieselproduktion ist dabei, Düngerproduktion, Saatgutproduktion, ein Kalkwerk und dies und das und hast du nicht gesehen. Also wirklich, wirklich einiges breit gefächertes Programm hier. Und ja, das will ich natürlich alles haben, Stückchen für Stückchen. Und da müssen wir einfach mal gucken, wie wir das jetzt hinbekommen. Oder wie wir am besten vorgehen, weil ich bin jetzt schon gerade dabei, einiges an Heu herzustellen. Silage haben wir schon hergestellt. Weizen, ganz ein wichtiger Punkt. Ich weiß zwar nicht genau, was ich mit dem ganzen Weizen machen soll. Auf der Südhermann wäre das Ganze ein bisschen einfacher. Da könnte ich das einfach alles zu Mehl verarbeiten. Aber die Produktion gibt es hier wohl noch nicht. Auf der NF Marsch. Und ja, da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir da weiter vorgehen. Der Traktor ist nur ein bisschen schmutzig heute. Das liegt daran, dass es in der Nacht geregnet hatte. Und Regen und also feuchtes Gras und sauberer Traktor ist halt eine schwierige Kombination, ne? Und ja, sonst läuft eigentlich ganz okay. Also ich bin wirklich zufrieden, wie es funktioniert. Wie alles, also es läuft alles super hier, das kann man nicht anders sagen, ne? Trotzdem stelle ich mir jetzt gerade die Frage, also gut, müssen natürlich auch sagen, wir haben die Mission am Laufen. Für die Mission gibt es, haltet euch fest, fast 50.000 Euro, ne? Also die Mission, die wird schon ganz schön reindrücken. Aber sonst müssen wir uns mal gucken, müssen wir uns mal ein bisschen überlegen, wie wir jetzt gezielter vorgehen. Wollen wir mehr Fläche kaufen? Wollen wir uns mehr auf die Produktion spezialisieren am Anfang? Könnt ihr gerne in die Kommentare reinschreiben. Lese ich mir gerne durch, was ihr da so für Vorschläge habt, in welche Richtung wir jetzt momentan ein bisschen unser Geld investieren sollen, würden, können. Und ja. Ich glaube aber tatsächlich, dass es sehr stark in die Produktionen gehen wird und dann Stückchen für Stückchen einfach immer mehr Fläche dazu kaufen. So wäre jetzt mein Favorit. Und weil das dann einfach sehr viel einfacher ist. Aber wenn die Produktionen erstmal laufen, das alles andere kann ja dann im Hintergrund weiter passieren. Ne? Boah, das war gerade richtig knapp, ey. Und ja, wir haben momentan 1, 2, 3, 4, nee, warte mal, 1, 2, 3, 4 Traktoren. Drei davon sind John Deeres. Ja, genau. Das, was oben rechts immer aufleuchtet, brauche ich nicht wundern, das habe ich alles vollautomatisiert. Das heißt, der Rübenroder und der LKW, die kennen sich, das sind Schulkameraden und die machen das von alleine. Die wissen, hey, abladen, hey, rüberladen, hey, blablabla. Läuft, weißt du. Da muss ich eigentlich nicht mehr drauf zugreifen. Außer irgendwer verfängt sich mal in den Briefkasten von dem anderen, dann ist das Problem, aber ansonsten sehe ich da jetzt nicht so die Problematik drin. Wir müssen auch mal gucken, was so ein Feld kostet, ne? Weil ich glaube, so ein Feld wäre halt schon auch noch cool. Weil ich möchte halt, dass der Drescher eigentlich fast immer läuft. Ne? Das muss man einfach so sagen. Weil wir haben ja letztes Mal schon mal nachgeguckt und da war zum Beispiel das Feld nebenan, das Feld 2. Ne? Das war sehr interessant. Und das kostet 600.000. Aber das sind halt schon gute Flächen. Ne? Für jeden 540, 520. Das ist halt schon, ja, wird ja was anderes hier. Aber wir haben auch sehr viele Möglichkeiten zum Geld, um Geld zu verdienen hier. Weil mit den ganzen Produktionen und Stellen und was du nicht alles hier haben kannst, das ist ja Wahnsinn. So, wir machen das Step by Step. Erstmal eines fertig machen und dann überlegen, was wir als nächstes machen. Ich glaube, ich weiß jetzt schon, was wir als nächstes machen werden. Die Maschinen waschen, weil das sieht ja wahnsinnig scheiße aus, was ich hier mache. Und dann müssen wir mal gucken, ob unsere ganzen Guys noch am Arbeiten sind oder ob die schon wieder keinen Bock haben.
und was anderes machen? Das ist auch eine ganz gute Frage. So, und das schieben wir ein Stück zurück. Dann haben wir nämlich das hier auch schon erledigt. Oh, hier kommt der Schmodder schon runter, ey. Boah. So, egal. Die Fläche wird eh bald für Produktionen herhalten müssen. Das habe ich mir schon so ausgedacht. Wir können jetzt schon mal... Achso, genau. Viele haben auch geschrieben, ich soll noch gucken wegen dem Kredit, ob da noch was machbar ist. Ich weiß es gar nicht. Also ich habe das nicht mehr getestet. Aber vielleicht könnte man da noch den ein oder anderen Taler bekommen. Oh ja, guck dir das mal an. Ich würde es mal bei einer Million lassen, tatsächlich. Oder soll man was Größeres produzieren? Ha, schwierig, ne? Man, für wirklich aufstrebende Unternehmer ist halt so eine Million Euro Miese ist halt nichts, ne? Das muss man einfach so sagen. Das ist ja wirklich nichts. Warum gibt denn das so viel Geld? 34.000, Feld 12. Feld 12, wo ist das denn bitte? Ach so, das ist jetzt... Also warum gibt das so viel Geld? Das ist auch eine Sache, die man automatisieren könnte, ne? Dinkel zur Bäckerei. Wo ist denn die Bäckerei? Wo ist die Bäckerei? Wer hat die Bäckerei gesehen? Bäcker, da ist der Bäcker. Ja, eigentlich Straße, bam, bam, bam und da, ne? Hm. Hm. Wäre auch machbar. Wäre auch machbar, muss man sagen, ne? Wie viel wird man da verdienen und wie viel wird man da für die Maschinen zahlen? 5.000 für die Maschine, dann haben wir immer noch 30.000 verdient, ne? 30.000, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Bin ich abgeneigt, ne? Ich mag noch solche Billo-Dinger, ne? Die will ich einfach nicht mehr. Das wäre schon nicht schlecht, ne? 4 Fahrzeuge, easy peasy. Lass es einfach machen, was soll passieren? Irgendwo müssen wir ja auch die Kohle herbekommen für die ganzen Produktionen. Wir können nicht nur von Kredit leben. So, jetzt wird erstmal hier gewaschen, ne? Aber ganz kräftig. Da wird der Schmodder runterrinnen jetzt. Bäh. So, ja gut, dann müssen wir jetzt echt nochmal hochfahren zum Dreschen. Aber das ist ja nicht das Problem. Und wir haben tatsächlich, wir können noch Geld aufnehmen, ne? Ja gut, ist natürlich auch so, dass wir immer wieder unseren Fuhrpark erweitern und somit immer wieder die Investitionssumme eine größere wird. Und das stimmt natürlich dann schon, ne? Haben wir denn noch Sachen im Lager? Nee, ich glaube nicht. Haben wir nicht mehr. Weil wir brauchen auch Sonnenblumen, so ein Zeug, um andere Sachen zu produzieren, ne? Also was Sinn machen würde, bin ich ehrlich zu euch, ist die Düngerproduktion. Die würde Sinn machen, weil da können wir Mist und Gülle reinhauen. Das haben wir jetzt schon alles da. Das wuchert, also das wird nicht besser in meinem Lager. Und das wäre schon sinnvoll, wenn man das machen würde. Und passend dazu natürlich auch irgendwie die Saatgutproduktion. Weil wir können ja auch, was ja viele nicht wissen, aber wir können ja auch zum Beispiel Saatgut, ne, können wir auch verkaufen. Genauso wie Dünger. Das kannst du auch verkaufen. Du musst nur gucken, wo, aber wir können es irgendwo verkaufen. Ich habe mir das nämlich schon mal angeguckt. Das war gar nicht so übel. Futter können wir auch verkaufen. 1200. Ne, weil Silage bringt das nicht so viel, ne, wissen wir ja. Aber Futter bringt schon. Also, ne. Diesel kannst du auch. Dünger hier. 1300 für Dünger. Jetzt mal ganz ehrlich. Also, Dünger geht einiges. Und das ist halt nur ein Produkt von vielem. Also, da darf man sich jetzt nicht sagen oder zu faul sein, um irgendwas zu arbeiten, sondern da muss man einfach sagen, yo, das ist eigentlich eine richtig geile Sache. Lass mal machen, den Stuhl. So, was wollen wir gleich anders machen, ne? Wir werden gleich mal jetzt richtig hinstellen, die ganze Geschichte hier. Weil ich hatte es ja falsch angekuppelt gehabt, habt ihr ja gesagt. Und da ich euch auf euch höre in den Kommentaren, ist ja nicht so, dass ich die Kommentare nicht lesen würde. Machen wir das natürlich. Und dann können wir gleich mal gucken, ob wir vielleicht noch eine Düngermission haben, weil Düngermission gibt dann auch immer sehr viel Kohle. Moin, Kollege, na, wie geht's? Ja, man kennt sich, ne? Man kennt sich. So. Ist es so besser? Ich hoffe. So, das heißt, so, lassen wir mal ganz kurz gucken, ob wir noch eine Düngermission haben. Warum gucke ich da immer so doll nach? Weil die Düngermissionen eigentlich sehr, sehr einfach verdientes Geld sind und ich das schon sehr, sehr häufig gemacht habe und eigentlich immer mit einem richtig geilen Plus ausgestiegen bin.
Was ist mit euch Hübschen? Ja. Läuft, ne? Ich hoffe, dass es läuft bei euch allen. Er macht seinen Job auch gut, oder sie besser gesagt, die junge Dame. Oh ja, hier. Da sind wir dabei. Ich habe gedacht, der geht gerade nicht zum Starten, aber ging doch zum Starten. So. Ja, let the party started, wie es so schön heißt. Mega geiler Drescher, ne? Mega geiler Drescher. So, wir fahren mal hoch. Nehmen natürlich gleich unseren LKW mit, ist ja ganz klar, weil alles andere macht ja einfach überhaupt keinen Sinn. Und da bin ich eben auch froh, dass ich die Version ohne Gräben genommen habe, muss ich ehrlich gestehen. Weil, jeder von uns ist bekannt, Missionen mit den Gräben, schwierig. Aber ohne Gräben, hey, warum nicht? Machen wir mal 40 Meter Abstand. Und dann müssen wir nur gucken, dass da kein Verkehr... Aber ich glaube, ich habe den Verkehr ausgemacht, oder? Ich weiß nicht mal ganz genau. Das ist jetzt eher das Kaliber, was wir hier brauchen auf dieser Karte, ne? So. Feld 12 war das. Das heißt, wir fahren jetzt geradeaus weiter. Ja, wir können eigentlich hier auch schon hoch. Komm, wir fahren hier hoch. Und dann müssen wir halt einmal einen Kurs erstellen für den Abfahrer. Aber ansonsten ist das ein reiner Selbstläufer. Ich sag's dir, wie es ist. So, sehen wir. Der LKW ist hinter uns. Perfekt. Sehe ich in den Spiegeln. Super. Ich brauche echt zwei Spuren, ne? Ohne Flachs. Also zwei Spuren brauchst du wirklich mit dem Monster-Ding hier. Aber mit dem fahre ich jetzt ganz genau einmal zum Fell und das war's dann. Was ja auch nicht so schlecht ist. So. Das heißt, wir fahren jetzt hier nach rechts. Ist das richtig? Oh ja, müssen wir. Ich freue mich schon, mit dem LKW die Straße lang zu ballern hier. So viel Fläche, die wir uns noch kaufen können. So viel Fläche, die wir noch zu unserem Eigentum machen können. Das ist ja Wahnsinn. Ich freue mich. So, das heißt, wir müssen hier wahrscheinlich runter, ne? Feld 12, wir müssen hier sowas von runter. Ist auch die größte Brücke, die man gefunden hat. Ah doch, geht da nicht. Hat ein bisschen kleiner ausgesehen von oben. Geht aber eigentlich. Doch, ist okay. So. Ja, ja. Kein Problem, Kollege. So, du musst jetzt erstmal irgendwo warten. Und zwar genau hier hinter der Ecke. In der stillen Kammer, weißt du? So, kurz gucken, was das Phase ist. Ah ja, alles nach Plan. So, abkuppeln, aufmachen. Muss direkt hier losgehen, weil, wird nicht besser. Wird einfach nicht besser hier. Und alles, was wir angefangen haben, funktioniert auch relativ gut, muss ich sagen. Deswegen, warte. Ist noch nichts. Also, okay, warte. Wann ist denn jetzt schon wieder? Meine Güte. Mach doch mal hin hier. Ich habe doch nicht so viel Zeit. So, die Strohablage ist uns ja prinzipiell eh Schnuppe. So. Ich würde nämlich gerne anfangen, hier zu farmen. So, dann machen wir hier mal Feldarbeit. Kursgenerierung. Feld Nummer 12. Vorgewendet zweimal. Scharf. 13,5 Meter. Heilige Maria. F12. Dreschen. 13,5 Meter. Jawohl, jawohl. Da freut sich der Drescher. Boah, ist auch ein geiles Gerät, ne? So. Gut. Läuft. Läuft, läuft, läuft. Läuft, habe ich schon läuft gesagt? Aha, Übeltäter erkannt. Doch öfter Vorgewände machen. Ich habe echt schon viele Vorgewände gemacht hier, ne? Aber scheint wohl immer noch zu wenig zu sein. Naja. Läuft auch. Läuft auch. Wir können schon mal anfangen zu schwaden, oder? Ja, wir fangen an zu schwaden. Was anderes fällt mir momentan nicht ein, muss ich gestehen. So. Da haben wir ja den kleinen Schwader hier.
Das läuft eigentlich ganz gut. Das Problem, was ich sehe, wir werden noch einen Ladewagen brauchen, weil der Kollege da, ne, der wird jetzt noch so lange aufsammeln, das Stroh. Das wird einfach so Ewigkeiten dauern. Also, es wird ja auch irgendwie Sinn machen. Ah, das kann ich jetzt nicht sagen, ne? Also, es wird, man muss es einfach sagen, es wird auch Sinn machen, einfach mal ein bisschen den Komposter zu benutzen, weil, ganz ehrlich, wir haben jetzt so viel Stroh, ne? Wir haben wirklich viel Stroh. Das Problem, was ich halt sehe, ist, wir brauchen, das ist der Komposter, wir brauchen Diesel dazu. Weißt du? Stroh, Mist, Heu, Gras, Häckselgut, Hackschnitzel, das ist schon einiges. Also das sieht auch nicht jetzt, oh, das ist, sieht aus wie der Holzspalter von früher, ne? Das ist nicht so groß. Aber das ist halt eine perfekte Sache für hier, oder? Das ist halt wirklich eine perfekte Sache für hier. Man kann es nicht anders sagen. Guck dir das mal an. Das ist ja brillant, bitte, oder? Ich platziere das jetzt, glaube ich. Platziere das jetzt wirklich, weil ich glaube, dass das nicht schlecht ist hier. €185.000, ne? Ich zahl's, also. Puh. Komm, was soll passieren? Wir setzen das jetzt. Es ist gesetzt. Es ist gesetzt und somit ist es jetzt passiert und dann ist es jetzt erledigt. So, aber wie das aussieht, schauen wir uns morgen an. Weil morgen ist nämlich weiter hier auf der nordfriesischen Marsch. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr reinschaut. Geil. Wir müssen dann noch eine kleine Terraforming-Änderung vornehmen, aber das machen wir alles morgen. Ich danke fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat und bis morgen. Macht's gut. Ciao, ciao.